Hallo und herzlich willkommen bei uns in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda. Mein Name ist Erhard Mott. Ich stelle Ihnen jetzt unser Vitali Country Elektroklapprad vor. Das Country ist auf den ersten Blick in der Farbe Elfenbein, ungewöhnlich. Passt eigentlich so dem Namen nach, Country, ja, so draußen im Sommer, wenn man fährt, dann sieht man solche Farben. Und hat eine sehr schöne geschwungene Rahmen. Also ist elegant, klassische Form. Und ist im Grunde genommen von uns gedacht, so für Leute, die gerne den Landhausstil haben, die sich in der Natur gerne bewegen, in Gärten und so weiter. Und es wird meistens von Frauen gekauft. Das eine macht die Farbe aus, dann ist es diese gefällige Bauform, komme ich noch später drauf. Und jetzt noch ein Geheimtipp von mir, da wir ja in Deutschland unsere Vitalis bauen lassen, haben wir immer wieder auch einmal Sonderfarben, wie zum Beispiel Kupfer, wir hätten es auch mal in Blau, in Rot, hätte man auch zu bieten, oder in Grün. Und normal sind diese Vitalis bei uns sofort lieferbar, ab Lauda, ab Werk, oder wenn Sie jetzt einen Sonderwunsch hätten, dauert es etwa 3 Wochen. So. Was bemerke mir denn hier? Der Abstand zwischen Sattel und Lenker, der ist also nicht so groß wie an anderen Vitali-Modelle, sondern wir haben hier einen sogenannten Trekkingbügel, der ist nach hinten gezogen. Damit hat man nicht so einen weiten Abstand, man sitzt etwas näher dran, dadurch aufrechter. Und wer es noch aufrechterer möchte, der kann dann hier noch entsprechend den Lenker verstellen. Es gibt übrigens auch Federn hier dafür, wenn Sie, sagen wir mal, Rückenprobleme hätte oder besonders schwer sind, dann kann man hier noch daneben so eine komfortable Federstütze einbauen. Ja, was zeichnet jetzt eigentlich unsere Vitalis aus? Das ist vor allen Dingen der Antrieb. Es hat einen Frontantrieb in Verbindung mit der Tretkraft von Ihnen, entsteht ein Allradeffekt, dadurch fährt das Fahrrad sehr sicher. Also der Vergleich ist immer ganz gut wie auf Schienen. Sie haben da ein äußerst sicheres Fahrverhalten, auch bei hohen Geschwindigkeiten, was viele Klappräder nicht können. Die werden dann klapperig, unseres nicht. Wir testen das selbst natürlich, auch ich mit meinen 95 Kilo getraue mich da mit 50 km/h den Berg runterzufahren und es funktioniert. Die Schaltung wird im Country eine 7-Gang Shimano eingebaut mit Rücktrittbremse. Aha, zur Sicherheit. Und noch einmal 2 Handbremsen dazu. Also sie kommen garantiert zum Anhalten, auch in Schrecksekunde. Und diese Technik ist es auch, die insgesamt das Vitali so leicht macht. Also wirklich auch zarte, kleine Frauen können das Vitali angenehm hochheben. Akku raus, wird es noch leichter. Und dann zum Beispiel im PKW mitnehmen. Also eine Mitarbeiterin von uns, die hat einen Smart. Und da passt dann schön hinter rein der Kofferraum. Ich hätte es nie geglaubt, aber es geht tatsächlich. Oder wenn sie mit der Bahn fahren möchte, darf sie es auch mitnehmen. In jedem öffentlichen Verkehrsmittel darf ein Vitali mitgenommen werden, weil es ist ein sogenanntes Gepäckstück, weil man es falten kann. Man muss es oft nicht, aber wenn dann irgendeiner kommt und sagt, das müssen Sie jetzt falten, ja, dann faltet es. Ich zeige es Ihnen gleich, wie es geht. Und zwar, das geht ratzifatzi. Manche sind zufrieden, wenn man sagt, ich habe es doch jetzt gefaltet. Nee, das muss noch kleiner werden. Also gut, in Gottes Namen sagt man, machen wir es halt noch kleiner. Und das sind jetzt nur ein paar wenige Handgriffe. Man öffnet hier den Rahmenverschluss und schwuppdiwupp ist es klein. Sehen Sie? So kann man es dann in jedem Zugabteil mitnehmen. So, da. Und so mache ich es wieder auseinander. Oder man tut es eben so in der Kofferraum. So, und schwuppdiwupp. Und schon haben wir es. Also es geht denkbar einfach. Das ist eine bewährte Technik, die wir schon seit vielen, vielen Jahren einsetzen. Ja, noch einmal kurz zum Antrieb zu kommen. Das Besondere ist, und das sagen mir immer unsere Kundinnen, Herr Mund, das müssen Sie jedem sagen, das ist das Beste. Und zwar, das Rad hat also einen Drehgriff, der Booster, und damit kann man im Grunde genommen fahren wie mit einem ganz normalen Fahrrädler, also ohne E-Antrieb, und kann man dann, wenn man möchte, einfach Gas geben, hat man früher gesagt, jetzt sagt man Strom geben. Sie können auch auf verschiedene Geschwindigkeitsstufen fahren mit einem Tempomaten,
Und wenn man dann den Dreh raus hat, wie das so funktioniert, mal so, mal so, mal beides in Kombination, ist das das leichteste Fahren, das man überhaupt mit einem E-Bike machen kann. Also Sie brauchen selber keine Kraft und kommen nahezu jeden Berg hoch. Also ganz steil. Da haben wir auch Möglichkeiten, das auszuprobieren. Und wenn Sie wissen, wie steil es bei Ihnen ist, wir haben bei uns bis 25% Steigung in Lauda. Ja. Gibt es noch was zu sagen? Ja, also für Leute, wie gesagt, die vom Design her ein bisschen spielen möchten. Es gibt da so schickes Zubehör, so zum Beispiel so ein geflochtenes Körbel dazu. Oder es gibt Schlösser mit Leder, etwa, könnte dann so daneben herkommen. Wir lassen sogar braune Ledergriffe machen für unsere Vitalis, das sind Sonderanfertigungen. Die werden statt in eine schwarze Kunststoff dann drauf gesteckt und sind besonders angenehm. Gerade im Sommer schwitzt man nicht so und wenn es regnet, ist auch nicht schlimm. Die kann man tagelang im Regen stehen lassen und sie werden trotzdem nicht durchweicht. Warum das der Fall ist, ich nehme an, dass durch den Schweiß, der beim Fahren von der Haut ausgeschieden wird, dass da praktisch eine Imprägnierung entsteht. Ja, und so designt man sich das. Wenn Sie Interesse haben, dann würde ich sagen, kommen Sie einfach vorbei, fahren mal Probe bei uns in Lauda oder bestellen es einfach, verlassen sich dann auf unsere Erfahrung, wie wir das machen. Die E-Bikes können, falls Sie selber keine Hand anlegen möchten, von jedem Fahrradhändler können die irgendwie Inspektionen oder Reparaturen, gibt es relativ selten. Ansonsten habe ich eine Lebenserwartung. Wir haben viele Kunden weit über 20.000 Kilometer gefahren mit ihren Vitalis. Ja, und Reichweite, also wir haben unterschiedliche Akkus, die wir anbieten. Wer hauptsächlich in der Stadt fährt und auf kleine Touren, dem reichen so Reichweiten 50, 60 Kilometer. Wir haben aber auch Akkus bis 100 Kilometer Reichweite. Ja, also, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Probieren Sie es einfach aus und die vielen Kundinnen und auch Kunden, die es bisher kennen, beweisen, dass es gut ist. Also dann, bis bald bei uns in der E-Bike-Erlebniswelt in Lauda. Tschüss.